Und ich würde gerne mal meine neue Fähigkeit ausprobieren. So, dann müssen wir doch, glaube ich, hier hoch. Ja. Einfach mal einen Käfer zerschlagen. Ach so. Ich habe gerade schon gedacht, was du da gesehen hast. Lasst mich raten. Jemand hat euch ausgeraubt. Okay. Wir gehen gerade so ein bisschen wieder in Richtung da, wo wir mal hergekommen sind, aber egal. Bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Zum Großen. Diese kann nicht tolerieren, dass... Ey, block mich nicht. Der Tempel der Sichelmonde. Ja, Tempel der Sichelmonde. Ich habe wieder irgendwo Ränge gerade erreicht. Rang 2 mit Einhand und Schild. Ein Weihrauch. Nee, hier, guck mal, hier ist so eine Aladdin-Lampe. Jo. Geschichte zweier Monde. Hier ist eine Priesterin. O Licht der Zwillingsmonde, scheint süß auf uns. Stört das Ritual nicht. Okay, ja, wir sollen das Ritual nicht stören. Ha? Ich hab die angequatscht und sagt, sie stört das Ritual nicht. Okay, also ich denke mal, da haben wir jetzt einfach nur ein paar Boni gerade bekommen, ne? Weil wir hier raufgegangen sind. Weil ich habe so Wiederherstellung und sowas ein bisschen plus bekommen. Okay. Ansonsten... Warte mal, was ist das denn hier? Wegschrein von Kenatis Rast. Wegschreine sind eine schnelle und kostengünstige Art zu reisen. Durch das Benutzen eines Wegschreins erhaltet ihr Zugriff auf das Schnellreisen. Ah, das sind Schnellreisepunkte hier. Okay. Diese Wegschreine. Okay. Aber ich habe immer noch diese Fesseln dran, du auch. Welche Fesseln? Ja, guck da mal meine Hände. Ach so, ja, das kannst du auch ausziehen, das sind Handschuhe. Ich habe mittlerweile Handschuhe gefunden, deswegen. Ah. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Seid gegrüßt. Affe. Ich guck diesen Khajiit da an, steht der Affe. Weil hier hinter einer ist. Hallo. Köchin. Exotisches Essen vom Festland. So warum frisch, steht, ach, dass ja. Es noch feucht ist. Ich wollte sagen, woher weißt du, dass das eine Köchin ist? Okay. Nee, brauchen wir nicht. Nee? Nee. Waffen. Waffen vielleicht. Waffen könnte interessant sein. Guck mal doch mal bei Waffen. Frisch vom Festland importiert. Was haben wir denn hier für Waffen? Boah, sind die teuer. Krass. Also diesen Ahorn-Froststab, den du mir gegeben hast, ne? Ja. Da will der hier 480 für haben. Ja, kannst du mal sehen, ey. Krank, ey. Ein Ahornschild, das ich ja mal hatte, was ich verkauft habe, wieder 300 für haben. Ja, ich kaufe da jetzt mal nichts. Nö, nö, nö. Okay, dann gehen wir mal zu unserer Quest mit dem Untersuchen da, ne? Meinst du, man kriegt hier auch Fallschaden? Bestimmt. Kloppe! Boah, ist das... Bist du das? Ja. Mit dem Feuerschaden? Das war ich, ja. Krass.
Lol. Hab ich gar nicht gesehen, dass da Eisenerz ist. Hier ist noch was. Eisenerz. Da ist eine Truhe. Links. Ja. Aufschließen. Versuch mal. Das ist schwer. Hast du geschafft? Nö. Ja, dann probiere ich das mal. Okay. Bei mir stand gerade, dass du diese Stifte nach unten drücken sollst und wenn die aufleuchten, musst du nochmal mit dem Mausklick das machen. Ah. Das ploppte gerade bei mir auf. Ja, ich hab's verstanden. Verzieh dich, ist unsere Truhe. Na, jetzt macht er das. Toll. Ja. Ganz großes Kino. Super nett. Ja. Super nett, mein Freund. Hauptsache klauen. Großes Kino, mein Freund. Ganz groß. Was ein Spacko. Na gut, dann gehen wir mal zur Hauptquest. Das ist halt sowas. Ah, da krieg ich immer wieder Kotzen, ne? Ja. Solchen Leuten, ne? Wollen wir erst zu dem Tempel und dann runter, oder? Was ist denn näher? Bitte? Das Auge ist bei mir gerade sehr nah. Ja, dann lass erstmal zum Auge gehen. Ich sehe auch den Tempel, glaube ich, schon. Die Ruine da oben. Ja. Tempel des Tanzes der zwei Monde. Komm doch mal rein. Grüße. Hi. Aber hier habe ich jetzt nichts bekommen. Ich hatte eben den Tempel, glaube ich, auch nichts gekriegt. Kommt von der Seite. Vielleicht war ich dann irgendwie näher dran an Level-Ups oder sowas? Das kann vielleicht sein. Naja, gut. Hey, hier ist auch irgendwie eine Quest oder so. Woran erkennst du das denn? Dass da ein schwarzer Pfeil ist. Lass erstmal Hauptquest weitermachen. Die können wir dann danach noch reinziehen. Müssen wir jetzt hier lang? Untersucht die Seewildbahn in den zerrütteten Untiefen. Ach so, dann müssen wir hier wahrscheinlich irgendwo runter. Hätte man den Typen eigentlich gerade nicht angreifen können? Welchen Typen? Der uns die Kiste weggenommen hat. Nö, wie willst du den denn angreifen? Er hätte sagen können, dass es auch PvP geht. Ja, aber nur auf ausgewählten Schlachtfeldern. Schade. Ja, da machst du nix. Solche Leute gibt's leider zuhauf. Die nicht den Leuten das überlassen können, die es halt zuerst wirklich auch finden. Ich frage mich gerade wirklich, was wir jetzt hier machen sollen. Untersuch den Tempel der trauernden Quellen. Die zerrütteten Untiefen. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Konntest du den plündern? Nee. Ich auch nicht.
Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal eine Nebenquest. War hier gerade was? Warte mal bitte ganz kurz, ich muss mal irgendwas umstellen hier. Bitte? Ich muss mal etwas anders einstellen. Obwohl, ich habe nur auf hoch stehen. Und nicht mal auf Ultra oder so. Dann kann der PC das eben nicht auf hoch. Machst du halt Schatten ein bisschen schlechter oder so. Ja. Machen wir mal Schatten auf Mittel. Gucken, ob das bringt, weil ich habe zwar 70 Frames, aber ab und zu, dann kommt auf einmal dann irgendwie so ein kleiner Ruckler. Okay. Keine Ahnung warum. Kommst du? Ich habe gerade noch Ladebildschirm. Ach so. So. So, hier ist Feldwebel Firion. Sollen wir mit der reden? Ihr ja. Da. Habt ihr meinen Trupp gesehen? Ich weiß nicht, was meint ihr? Wir waren auf der kleinen Alkosch als Teil der Flotte des Dominions, die nach Kenatis Rast gesegelt ist. Dann zog wie aus dem Nichts ein Orkan auf. Segel wurden zerfetzt, Rümpfe rissen und wir wurden über Bord geschleudert. Ich bin hier gelandet, aber ich kann den Rest meines Trupps nicht finden. Haben Sie den Orkan überlebt? Ich dachte, ich hätte einen von Ihnen rufen gehört, aber das Meer verzerrt Geräusche. Wenn Sie verwundet oder eingekesselt sind, könntet ihr die Augen nach meinen Soldaten offen halten? Sie heißen Edelas, Onglorn und Nistel. Zu zweit können wir ein größeres Gebiet absuchen. Ja, ja, machen wir mal, ne? Jo. Ich bin sicher, dass mein Trupp es lebend an Land geschafft hat. Die Seesoldaten des Dominions trotzen ständig den Versuchen des Meeres, uns zu ertränken. Aber Orkane sind eine andere Sache. Ich befürchte, meinem Trupp geht es schlechter als mir. Und was können wir gegen die Wunden tun? Der Laderaum unseres Schiffes war voll mit einer alten bosmerischen Heilmedizin. Auf den Etiketten steht zwar Fackelkäfersirup, aber die Seesoldaten sagen Leuchtsaft dazu. Als wir Schiffbruch erlitten, wurden die Flaschen über den Strand verstreut. Das muss die Alit angelockt haben. Alit? Was meint ihr damit? Gedrungene Geschöpfe, die nur aus Zähnen, Klauen und unstillbarem Hunger bestehen. Seit ich wieder zu mir gekommen bin, höre ich sie den ganzen Strand hoch und runter. Sie denken mehr mit ihrem gierigen Magen als mit ihrem Erbsenhirn. Ich habe gesehen, wie eines der blöden Viecher eine ganze Flasche mit Leuchtsaft verschluckt hat. Falls ich etwas sehe, bringe ich den Fackelkäfersirup zu eurem Trupp. Viel Glück. Tut ihr mir einen Gefallen? Falls ihr sie vor mir findet, dann sagt ihnen, dass die See mich noch nicht getötet hat. Ja, ja, das werden wir wohl ausrichten. Das kriegen wir irgendwie hin. So, hier ist doch schon mal so ein Ding. Ja, das sind die Viecher, die wir hier andauernd töten. Stirb! Da ist ein Fackelsirup. Ja, ja, ich habe mir das schon genommen. Das Ding hat auch einen Fackelkäfersirup drin. Bei mir. Ja, ja, habe ich ja gesagt, ich konnte hier ein aus dem rauslooten. Okay, hier ist glaube ich irgendwas schon. Hier muss da schon irgendwo. Da ist doch einer. Gucke mal. Edelas. Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie ist noch am Leben? Gut. Das ist gut. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfersirup würde helfen. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Aber wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Ich gehe nach dem Rest eures Trupps suchen. Gut, ich werde Feldwebel Firion finden. Geht, bringt sie in Sicherheit.
Alles, ja, alles klar. Den ersten haben wir schon mal. Ja, da hinten ist noch einer. Go, go, go! Da liegt er. Nistel. Haben wir jetzt noch so ein Süppchen da? Ich habe viele Freunde in diesem Sturm verloren. Ich hab noch, ja. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Du nicht? Kannst du nicht anreden? Ich kann die anreden, ja, aber ob ich so eine Suppe noch habe, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wirst du ja dann sehen. Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Ich brauch nicht weiter. Ich habe mich am Tauwerk festgeklammert, solange ich nur konnte. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann, bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Ich habe meine Ausrüstung an die See verloren. Also ich habe noch ein Fackelkäfer-Sirup. Die hat jetzt gerade bei mir die ganze Zeit gequatscht, während du geredet hast. Deswegen habe ich dich nicht verstanden. Leuchtsaft? Ich dachte eigentlich, dieses Zeug wäre nur für üble Streiche an verschneiten Tagen gut. Sobald ich meinen Milzschlitzer hier wieder tragen kann, arbeite ich mich den Strand hoch und suche nach Feldwebel Firion. Was ist mit euch? Ja, ich habe Firion gesagt, dass ich den Rest des Trupps finden würde. Ich hoffe, würde. Sie wissen ihr Glück zu schätzen, wenn ihr sie findet. Ich kann weiter landeinwärts, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Kämpft tapfer. Okay, also ich konnte die jetzt schon. Ja, ich habe die jetzt auch. Okay. Ich habe so eine Flasche gefunden. Ich glaube, hier ist wieder so eine Flasche. Ja. Aber kann ja nur einer von uns nehmen. Oder? Doch, ich kann die auch nehmen. Nee, doch nicht. Okay, eine brauchen wir dann noch. Oh, da ist einer. Okay, ich hab. Aber hier liegt irgendwas. Morozell zum Wiederbeleben gedrückt halten. Ja, da ist einer gestorben halt. Ach so, ja. Brauchst einen Seelenstein, hab ich sowieso nicht. Kam ich mal. Ernsthaft? Bam! So, hier hinten müsste doch irgendwo jetzt der letzte sein, oder? Ja, hier, glaube ich. Ah, da hinten. Segnet Öffre. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Habt ihr andere Seesoldaten am Strand gesehen? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie lebt. Ich schätze, da hatten wir wohl trotz des Schiffbruchs ein wenig Glück. Über mein Bein kann ich das leider nicht sagen. Wenn ich es nicht zu sehr belaste, komme ich humpelnd einigermaßen gut voran. Ja, hier, Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfer-Sirup würde helfen. Leuchtsaft? Bei den Göttern, das stimmt. Sobald ich wieder alleine stehen kann, gehe ich weiter landeinwärts. Okay, ich habe alle aus eurem Trupp gefunden. Leutnant Gelin hat mich aus dem Wasser gezogen. Er wird wissen wollen, dass Feldwebel Firion und der Rest der Mannschaft in Ordnung sind. Ich glaube, er sagte vorhin etwas davon, dass er in einer Höhle hier in der Nähe nach einem Unterschlupf suchen wollte. Aber da habe ich immer noch Sand gespuckt. Alles klar.